Menü oben den Funktionsinspektor. Das ist das erste Werkzeug, das erste, ich würde fast sagen, Makro, das geschrieben worden ist. Und dazu brauche ich eine Funktion. Der Einfachheit halber, ich mache es jetzt mit einer einfachen Funktion, wieder mit der klassischen x hoch 3 weniger 4x. Ich gebe euch die mal ein. Und der Funktionsinspektor ist im Endeffekt, könnte man sagen, eine Kurvendiskussion auf Mausklick. Es ist nicht hundertprozentig eine Kurvendiskussion, aber wenn ein Schüler eine Kurvendiskussion durchführen müsste, kommt er mit dem Funktionsinspektor schon sehr, sehr weit, ohne dass er jemals irgendwas von Analysis gehört hat. Ja, also man kann damit ganz tolle Sachen machen. Und zwar, wählt euch das Werkzeug aus und klickt irgendwo auf die Funktion. Ich möchte diese Funktion inspizieren. Ich klicke jetzt einfach da mal her in der Gegend von 2. Da müsste dann so ein Pop-up kommen. Und ihr seht schon, es passieren sehr, sehr viele Dinge. Das ist im Endeffekt wie ein Makro geschrieben. Es kommt da heraus ein Intervall, wobei das Intervall jetzt rot markiert ist. Und dieses Intervall lässt sich auch noch ändern. Jetzt hat es automatisch das Intervall von 1 und bis minus 1 ausgewählt. Aber das lässt sich natürlich auch noch ändern. Was wird alles berechnet oder was kann ich aus dem Funktionsinspektor alles herauslesen? Ich kann herauslesen, ob es ein Minimum oder ein Maximum in diesem Intervall gibt. Ihr könnt die roten Punkte ein bisschen verschieben, dann sieht man, dass das immer noch stimmt, Minimum und Maximum. Wobei, aufpassen, das sind immer nur die lokalen Minima und die lokalen Maxima, okay. Also es kann natürlich auch sein, was das, wenn ich das Intervall da verschiebe. Ja. Dann kann man ganz schön sehen, wo ist die Nullstelle in dem Intervall. Sobald ich über mehr Nullstellen habe, wird das auch ausgegeben, mehrfache Nullstelle. Es wird nicht nur das Integral berechnet, sondern auch die Fläche. Schüler fragt dann wieder, was ist denn da der Unterschied? Ja. Aber es ist, glaube ich, absolut klar, wenn man es da jetzt so macht, dass die Fläche mal 0 auch, das Integral mal 0 auch sein kann. Der Mittelwert wird berechnet und die Bogenlänge wird da ausgerechnet, also das, was rot markiert ist. Man kann bitte, und das ist wichtig, nicht nur über diesen das Verziehen, sondern man kann das Intervall auch händisch eingeben und kann sagen, okay, ich hätte gern zwischen minus 3 und plus 3. Das Intervall. Aha, minus 3 wird nicht übernommen. Jetzt. Dann wird genau dieses Intervall verwendet und von dem Intervall gemacht. Also eine Kurvendiskussion mit einer Flächenberechnung ist da eigentlich erledigt. Da braucht es nur geschickt einstellen und braucht eigentlich von Ableiten und Integrieren keinen Tau haben. Der Mittelwert ist praktisch, der Mittelwert, ich glaube der Funktionsmittelwert, was praktisch, also wenn ich da zwischen minus 3 und 3, dann kommt da 0 raus. Mhm. Fläche durch Länge, das ist es, ja. Fläche durch Länge. Ja, so ist es. Ja. Also Integral durch Intervallbreite, das ist der Mittelwert. Ja. Gut, ein zweiter Reiter. Das ist tatsächlich ein Extremwert, weil ich kann den Punkt natürlich irgendwo hinziehen, aber ob ich genau erwischt habe, weiß ich nicht. Wie Extremwerte? Ja, wenn ich jetzt eine Kurvendiskussion, wenn ich mit Minimum, Maximum von der Kurve relativ, die relativen haben will. Das ist der 1,15. Das ist das Minimum an der Stelle 1,15 und minus 3, irgendwas, da ist das Minimum der Funktion und das Maximum ist bei minus 1,15 und 3,07 irgendwas. Okay? Das heißt, ich muss mit dem roten Punkt entsprechend drüber ausgehen, dass das. Genau, richtig. Also er sucht praktisch zwischen diesen zwei Grenzen das Minimum und das Maximum. Okay, eine weitere Sache ist dann, wenn es auf dem Reiter Punkte klickt. Da passiert jetzt Folgendes, meistens ist das jetzt irgendwo bei x ist gleich, gibt es da für x
eine Zahl ein, die irgendwo noch sichtbar ist, also beispielsweise 1, da wird jetzt im Endeffekt Folgendes gemacht, es wird eine Wertetabelle erstellt, okay? Das, was wir da haben, ist jetzt einfach nur eine Wertetabelle für den x-Wert, also so wie wir gesprochen haben, wo ist denn x gleich 1 und Funktionswert dann minus 3, beziehungsweise wenn es euch da unten die Tabelle einblenden lässt, dann wird das gemacht, was wir gestern auch schon mal händisch gebaut haben. Es werden Funktionswerte in der Schrittweite, und zwar jetzt, das ist eben das klasse Interaktive, wie wieder angeboten. Das heißt, in der Schrittweite 0,25 habe ich eine saubere Wertetabelle. Was wird noch weiter oder was ist noch weiters möglich? Die Schrittweite kann man übrigens ändern, also kann ich 0,5 eingeben, je nachdem, was ihr braucht, oder 0,1. Es gibt dann eben die weitere Möglichkeit, der nächste Button da daneben ist die X- und Y-Bezeichnung, also die roten strichlierten Linien. Dann gibt es die Tangente an der Stelle, die wird automatisch eingeblendet. Ja. Da sieht man halt leider nicht die, den Term der Tangente, also den Funktionsterm der Tangente. Und der letzte Button ist für den Krümmungskreis. Ja. Das verwende ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, um eben dieses, den Aspekt des Wendepunktes nur mal ein bisschen klarer zu machen, dass man beim Wendepunkt praktisch dann Krümmung 0 hat. Ja. Um das auch noch in einem Diagramm zu haben, um nochmal die Tabelle zu haben, ihr könnt dann oben mit Plus, wenn ich das nur kurz sagen darf, die Ableitung hinzufügen, das heißt, man kriegt die erste Ableitung an dieser Stelle auch noch, zu jedem Punkt, den man braucht, oder die zweite Ableitung, wenn man es braucht, beziehungsweise ich mache jetzt gleich die Krümmung, das heißt, Krümmung 1 durch die Krümmung ist dann der Radius vom Schmiegekreis, und dann habe ich wirklich auch noch Zahlenwerte dazu. Ja. Ist ein kleines, nettes Tool, das wirklich sehr, sehr praktisch ist, wo man wirklich schnell im Endeffekt eine Kurvendiskussion oder eine Kurve durchdiskutieren kann. Differenz ist meines Wissens die Differenz zwischen der zwei Y-Werte. Von da auf da sind es, glaube ich, jetzt. Ja, müsste. Kann ich meinen, dass das Minimum, Maximum global ist, weil jetzt, da ich es nur runter habe, aber wenn ich zwei Minima habe, dann zeigt er auch, also er zeigt jetzt wirklich bei mir nur das globale Minimum, Maximum an. Das heißt, ich sehe den Punkt immer bei minus 1. Welche Funktion hast du gleich eingeben? Ja, aber das sieht man jetzt ja bei dir auch. Also das Maximum 2,48, das hat nichts mehr mit dem lokalen Maximum bei minus 1 zu tun. Ja, ja, er zeigt in dem Intervall den maximalen Funktionswert an. Ich verstand, aber es sind lokale, aber... Entschuldigung, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, okay? Also es wird praktisch in dem Intervall der maximale Wert gesucht. So ist es, Entschuldigung, ja. Gut. Ein nettes Feature ist, weil das ist ja jetzt praktisch so als Makro. Bei mir kommt, wenn ich auf die Punkte gehe, als Begrenzung ein Bereich, der eigentlich nicht so interessant ist, der nicht im zu diskutieren. Dann gibst du es da unten in dem Intervall, kannst du es dann händisch eingeben. Mit Enter bestätigen, dann ist es kaputt. Wenn ich jetzt aus diesem Makro praktisch die Daten nur irgendwo anders haben möchte, weil die sind jetzt nur da drinnen, nur in diesem extra Fenster, das ist so ein extra Werkzeug gebaut, da gibt es oben nur die Rundenmöglichkeit, und normalerweise, zumindest ist die Option schon da, wird das in die Tabellenkalkulation, kann man das kopieren, aber weiß jetzt nicht, die Option ist da. Ich habe es selber noch nie gebraucht. Gut, es geht darum, das Tool ist meines Erachtens sehr praktisch, wenn ich jetzt mal eingesetzt bei einer Extremwertaufgabe, um geschwind irgendwelche Extreme auszufinden, bei irgendwelchen Funktionen, die halt nicht so schön sind, dass man da schnell sehr ein Bild drüber machen kann oder kurz kontrollieren kann, ohne dass ich wieder die ganzen Befehlsketten eingehe. Achso, ja, ich habe die Tabelle eingeschaltet, danke.